Hallo und herzlich willkommen. Wir starten eine neue Aufnahme. Heute wollen wir keine lange Aufnahme machen, aber eine kurze. Was ist das letzte Mal alles geschehen? Wir haben einen Flyover gemacht. Das heißt, wir haben gesehen, wie sich die Gegend entwickelt hat. Wir haben so einen kurzen Überblick bekommen. Ja, einen kurzen Überblick bekommen über wie die ganze Gegend jetzt aussieht. Und ich muss sagen, das hat sich schon toll entwickelt, wenn man sich überlegt, wie das damals noch in Folge 1 ausgesehen hat. Ja, ihr lieben Zombie, jetzt lasst mich mal reden. Und da hat sich wirklich schon sehr viel entwickelt im Vergleich zur Folge 1. Wir befinden uns jetzt hier auf einer fast, ja, auf einer fast ebenen Fläche, auf der wir unser Bauernhaus aufbauen wollen und werden. Wir haben oben den Bergbauernhof, da haben wir ja noch vor, dass wir Schafe in ein Gehege hineinsperren. Wir züchten laufend Kürbis und haben schon unsere erste Kürbistorte probiert. Probiert noch nicht, aber gebacken. Und ich meine, es entwickelt sich alles eigentlich großartig. Stuckerrohr wächst, langsam, stetig, aber doch. Ja, wir versuchen die Setzlinge wieder einzusammeln, damit wir wieder unsere Fichtenholzlieferungen sicherstellen können. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wieso wir dieses Fichtenholz brauchen, weil wir haben bisher noch nicht wirklich etwas aus Fichtenholz gebaut, da wird bald die Antwort kommen. Ich habe da wirklich was Schönes vor und ich denke mal, ich erzähle euch jetzt, was ich mit diesem Haus vorhabe. Und zwar, das letzte Mal habe ich ja auf relativ rasch begonnen, hier weiterzubauen. Wir haben hier das Schlafzimmer, also geplant. Hier Schlafzimmer. Hier Wohnbereich, Küche, Esszimmer, was auch immer. Und ich habe vor, dieses Haus gespiegelt nochmal hier dran zu setzen. Das heißt, diesen Vorbau mit dem Schlafzimmer auf dieser Seite weiter und hier nochmal her. Dort nicht nochmal ein Schlafzimmer, aber dass das Bauernhaus schon etwas größer auch wird. Das ist zumindest so mein Plan. Und ich freue mich schon, dass wir gemeinsam diesen Plan noch, das war nicht gut, diesen Plan noch umsetzen können werden. Den lassen wir da stehen, damit wir uns später fragen, warum hier ein Kürbis steht. So, um das Bauernhaus zügig voranzubringen, werden wir uns jetzt holen einige Steine. Ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen. So. Jetzt, wo ich hier stehe, erinnere ich mich düster an ein Erlebnis. Ein gar grausiges Erlebnis. Ich glaube, ich bin hier also hier drinnen nicht, aber ich glaube, ich bin gestorben. Und haben ein Eisenschwert. Ja, da werfen wir mit Samen herum. Die Samen müssen auf dem Boden verteilen. Ja gut, Weizenkörner, Kürbiskörner. Tja. Wo war ich? Da drinnen, war das da drinnen? Da war doch eine Hexe. Und hier haben wir uns das Ersatzerz geholt. Ich kann mich erinnern. Ja gut. Unabhängig davon, wir haben gesagt, was wir heute tun und das habe ich auch weiter vor. Das heißt, wir zählen mal, damit das Ganze symmetrisch ist. Ihr wisst meinen Fetisch, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann der Stamm. Das heißt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann der Stamm, 4. So, einen querliegenden Holzstamm drüberlegen. Dekadent geht die Welt zu Ende. So, jetzt muss ich schauen, ob wir da drüben auch... Hier haben wir keinen. Gut. Das heißt, wir schauen diese Bodenstelle an und gehen hier weiter, bis wir circa hier sind. Eins und zwei. 1, 2, 3, 4. Jetzt schauen wir uns hier an. Das sind auch 3. Das heißt, 1, 2, 3 und hier 1, 2, 3, 4. Drüber legen wir wieder den Stamm
man würde es überall machen. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, ich habe noch genug. Das ist alles. Ich glaube, das ist alles. Es ist alles Eiche. Und jetzt ist die Eiche aus. Gut. Also gut, aber ist halt so. So, da werden wir noch so wie drüben die Steine anfügen. Da nicht unbedingt her. Das war jetzt etwas voreilig. Die Steine hier. So, 2, 3. 1, 2, 3. Hier haben wir das gehabt mit zwei großen Fenstern. Jetzt nicht drüber schauen, wenn das dann stimmt, ist das alles ja in Ordnung. So, diese Trennwand nehmen wir gleich raus, weil die brauchen wir ja nicht. Weil das Haus ist ja jetzt einfach größer und eine Zwischentrennwand ist nicht notwendig. So, hier gewinnen wir ein paar Eichenstämme, die wir gleich hier weiter anbauen können. 1, 2. Wobei, ja, wobei, da habe ich auch eine andere Idee. Wir haben ja hier in der Mitte, ach, die lassen wir stehen. Ich habe gerade überlegt, ob wir diesen rausnehmen und einfach hier setzen. Das wäre so ein wenig wie Schummeln, aber das machen wir nicht. 3, das heißt, hier kommt dann noch so ein Stamm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der Stamm kommt hierher dazwischen. Ein Fensterchen. 3. Ein Fensterchen. Warum nicht hier auch eine Tür? Weil wir haben ja hier eine Tür. Wir können uns natürlich überlegen, dass wir, das werden wir tun, dass wir die Tür in Wirklichkeit hierher machen. Da lacht sogar der Zombie. So. Und zwar hier den querliegenden Holzbalken über der Tür, ihr seht, ja. Und jetzt haben wir auch noch 3 Hölzer, das ist genau um einen zu wenig. Naja, gut, man kann nicht alles haben, das... Wir bräuchten jetzt noch Eichenholz, holen wir uns das schnell von drüben, weil wir brauchen ja auch Ziegelsteine. Weil wenn wir schon da sind... Ja... Natürlich können wir das alles auch aus Fichtenholz machen, aber ich dachte mir, nachdem wir hier unten sind, da ist ja noch kein Fichtenbiom. Also wir können das Holz zwar verwenden, aber die Stämme für unser Bauernhaus sollten aus dem Biom sein, finde ich, wo wir uns jetzt befinden. Das Holz können wir dann gerne verbauen für zum Beispiel Boden oder Decke oder... An das haben wir ja noch nicht gedacht, beziehungsweise du hast dran gedacht. Aber noch nicht gesprochen, ich denke jetzt darüber, und zwar der Keller. Wieso ich das so betone? Weil unter unserem Haus, für die, die sich noch daran erinnern, ist das nichts Neues, für alle anderen schon. Unter unserem Haus befindet sich ja eine herrliche Schlucht. Also herrlich, herrlich kann ich so noch gar nicht sagen, aber zumindest eine große Schlucht. So, jetzt muss ich auch schauen, hier ist Eisen... Das ist nicht viel. Da kann ich vielleicht 8 Holzkohle draus machen. Hier haben wir eines. Ja, da machen wir auch 8 draus. Wobei, da habe ich jetzt einen zu viel reingegeben. Ist auch gleichgültig. So, auf jeden Fall müssen wir dann wieder weiter schachten, weil wir ja da unten in unserer Mine hoffentlich noch Kohle finden. Und wir brauchen Kohle, unbedingt. So, wir holen ein paar Setzlinge, einen Apfel und versuchen da wieder aufzuforsten. Parallel natürlich, wenn sich das so wie hier anbietet, den Stamm holen, den Baum holen, neues Eichenholz, kann nicht schaden. Und wir forsten auch wieder auf. Es wird noch ein wenig dauern, bis hier die neuen Setzlinge kommen. Das setzen wir gleich hier an die gleiche Stelle. So, Weizenkörner, sehr gut. So, wir tauschen hier aus, legen ab, weil es ist gleich wieder Nacht. Und voller Tatendrang
möchte ich nicht wieder einen Creeper in die Arme laufen. Das muss nicht sein, das soll nicht sein, das hat hier nichts verloren. Gute Nacht. Guten Morgen, und die Zombies sind da. So, wir haben 8 Holzkohle. Wir haben 8 Holzkohle. Eine normale Kohle. Die normale Kohle legen wir mal hier hinein. Und wir nehmen jetzt Bruchstein. 2 64er Blöcke. Wir teilen das auf, weil mit 8 Holzkohle kommen wir 64 Blöcke weit. Das heißt, wir schmelzen den Bruchstein zu normalen Stein ein. Und aus dem normalen Stein können wir dann den Ziegelstein machen. So, wir haben jetzt genügend Eichenholz, um diesen Stamm fertig zu bauen. Großartig. So, hier vervollständigen wir dann noch mit den Ziegelsteinen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir anstelle dieser geraden Fläche, die ja dann wirklich sehr lange gerade ist, so einen kleinen Vorbau machen, wie ein Vorzimmer, und hier den Eingang setzen. Okay, es wird ein großes Haus, aber ich denke, das zahlt sich aus. Das zahlt sich deswegen aus, weil das soll ja unser großes Bauernhaus werden. Und nachdem wir hier ja schon planen, ein Großbauer zu sein, wollen wir da schon ein großes Bauernhaus haben. Eines, das zu dir passt. Und zu mir. So, wir schlachten diese Birken. Warum schlachten wir die Birken? Weil wir das Birkenholz unbedingt für die Böden brauchen in unseren Bauernhausräumen. So, wenn wir die 3 Birken geschlachtet haben, setzen wir eine wieder nach. Mehr Setzlinge haben wir nicht. Wir bemühen uns immer aufzuforsten. Ihr wisst das. Ich lege da wirklich sehr viel Wert drauf. So, die Birke gleich hier wieder und 2 Setzlinge. Das läuft großartig. So, schauen wir gleich, dass wir das Birkenholz verwandeln. Hier seht ihr die Birkenhölzer. Ich gehe mal hier hinein, weil das müssen wir ja sowieso machen. Hier, ihr seht, was hier drunter ist. Ihr könnt euch erinnern. Also die sich erinnern können. Für die anderen, hier drunter befindet sich nicht nur normaler Boden, nein, hier befindet sich eine Schlucht. Daher immer diese Zombie- und Skelettgeräusche. Nervige Zeitgenossen, aber wir werden sie alle loswerden. Das ist ein Versprechen an die Zombie-Gemeinschaft hier unter dem Haus. Ja, da kannst du raunzen und weinen, wie du möchtest. Das wird dir alles nichts helfen. So, ich hoffe, ich habe genug. Ich habe wirklich genug, hoffe ich. Von dem Birkenholz hier. Weil wir müssen ja den ganzen Boden des Hauses... Ja, das war jetzt nicht ganz der Boden, aber wir müssen den ganzen Boden schließen. So... Und ich denke mal, wenn der Boden fertig ist, machen wir uns noch die Ziegeln. Die legen wir uns in Inventar. So viele Setzlinge. So viele Setzlinge. Und da hinten so schön nachgewachsen. So, wir räumen unser Inventar aus, räumen ein. Und ich würde vorschlagen, dass wir die Folge heute wieder beenden. Großartig gelaufen heute wieder. Ich muss sagen, ich bin äußerst zufrieden. Upsi. Äußerst zufrieden. Das läuft auch gut. Ja, das Erz legen wir hier dazu. So, meine Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs wieder dabei sein. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.